Aber das sieht alles sehr, sehr hübsch aus hier. Also, und ich finde es auch sehr cool, dass wir springen können. Oh mein Gott! Hallo, kleiner Mann. Wollen Sie sich einmal drehen, bitte? Nicht? Gut, dann nicht. Nein, ich nehme kein Andenken. Haben wir vorhin schon drüber geredet. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Ich will das cosplayen. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere cosplay found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Holy shit, okay. Ich hab Gänsehaut. Crazy. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog. To the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Krass. Okay, krass. Ich bin gespannt. So. Ich bin ein Nakapazi. Oh Gott, ich wollte diese Nachricht lesen. Nein, ich habe mich bewegt. Ich hätte die Nachricht lesen sollen. Komme ich da jetzt nochmal hin? Über das Kartenmenü könnt ihr euch eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude und der Begebung informieren. Ja, ja, ja.
Außerdem könnt ihr leuchtende Marker frei platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Über eure Karte könnt ihr überdies jeden bereits entdeckten Ort der Gnade auswählen und sofort dorthin reisen. Es gibt aber auch Dungeons und andere Orte, in denen das nicht möglich ist. Jawohl. Okay, das heißt, hier ist meine Karte. Dankeschön, Sula, für den Prime. Vielen, vielen Dank. Das ist total nett. Dankeschön. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch gesehen hier schon einen Marker platzieren. Was eigentlich auch schon ganz cool ist. So, hier habe ich eine Nachricht. Zeit für dies, Elden Ring. Erstens, viel Glück. Ach, das sind die Nachrichten, die andere Spieler hinterlassen können, ne? Blutfleck berühren. Oh, das klingt nicht so gut. Oh, das sieht auch nicht so gut aus. Mag der Pfad euch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den Thron des Eldenfürsten. Rücken voraus. Okay, Rücken voraus. Ich bin gespannt, was das heißen soll. Überreste plündern ist mal das Erste, was wir machen. Runzliger Finger des Befleckten. Ich liebe das, dass Souls-Spiele immer so viel Geschmack haben. So. Das ist wundervoll. Also, ist großartig. Ist, finde ich toll, dass wir hier einen runzligen Finger bekommen haben. Der Erwartung. Kommen wir hier durch. Diese Tür ist blockiert. Damit habe ich irgendwie fast gerechnet. Hier haben wir noch einen Blutfleck. Okay, mir wurde noch empfohlen. Okay, wir können schlagen. Lol. Mir wurde noch empfohlen, das HUD durchgehend eingeschalten zu haben. Macht das Sinn oder nervt das, wenn ich das HUD durchgehend anhabe? Lügner voraus. Okay. Das sind meine schnellen Hits. Vision hiervon. Okay, ich habe noch keine Ahnung von den Visionen. Das hilft mir alles noch nichts. Auto hat es schöner, Geschmackssache. Es macht sehr viel Sinn. Ich finde das durchgehend sehbare hat gut. Ohne allzu viel zu spoilern, Finger sind in Elden Ring wichtig. Ja, hat anblenden wäre schön. Okay, da geht's jetzt ein bisschen, da sind jetzt die Meinungen ein bisschen, gehen jetzt ein bisschen auseinander. Wie würde ich das denn, da einstellen? Menüerklärung brauchen wir nicht, Steuerung brauchen wir eigentlich auch nicht gerade. Komme ich über die, achso, Escape Settings, aber hier, ach, das sind meine Settings, hier. System. Blutanzeigen an, hat Auto. Wie sieht das denn aus, wenn ich das immer drin habe? Ach, das sieht dann immer so aus. Ja, es stört nicht, oder? Ich mache euch meine Cam so hin, dass ihr hier auf der Seite die Zahl auf jeden Fall seht. Weil ich glaube, die wird euch wahrscheinlich interessieren. So. Was wir auf jeden Fall auch noch umstellen müssen, ich muss mein Kameratempo, ja, das muss auf jeden Fall, das ist sehr, sehr, sehr motiviert, tatsächlich. Nee, aber Kameratempo, ich will das ja nicht hoch. Also, hä? Wie hoch? Dann wird's ja noch schlimmer. Oh Gott, nein. Das ist ja furchtbar. Wer spielt denn mit einem Kameratempo von 10? Was ist denn mit euch? Viel besser. Viel, viel besser. Jeder. Ja, Ultralost.
Ultra lost. Wenn die da so schnell geht, dann komme ich ja gar nicht auf mein Leben klar. Wird mir meine Kamerasteuerung erklärt? Das schaffe ich. Wertvolles Objekt voraus, okay. Springen voraus benötigt. Gut nachdenken. Also, die eine Nachricht erklärt mir jetzt, dass Springen eine gute Sache wäre. Die andere Nachricht sagt mir, dass ich nachdenken soll. Das fühlt sich ein bisschen so an, als würde Eric Kaltman mich trollen und mir sagen, dass ich mich in den Untergang stürzen soll. Und irgendeine weise andere Person sagt, yo, denk vielleicht mit, bevor du es machst. Ich würde einfach mal erstmal linksseitig gucken und schauen, was noch so auf mich zukommt. Und dann schauen wir weiter. So, was haben wir hier? Etwas voraus benötigt. Was haben wir hier? Rechts versuchen. Ach du Scheiße. Ich brauche ja gar keinen Twitch-Chat, der mich einfach des Todes spoilert. Ich darf auch gerade gar nicht in den Chat gucken, weil Leute einfach schon jetzt spoilern und das nervig as fuck ist. Muss ich gar nicht. Ich habe ja auch Ingame-Nachrichten, die spoilern. Ich glaube, ich werde das abschalten. Also mir sind das einfach ein bisschen zu viele Nachrichten, die da überall sind. Ich laufe da nur von Nachricht zu Nachricht und das finde ich irgendwie nicht so geil. Wie mache ich das denn aus? Mir ist das echt ein bisschen zu viel von allem. Du musst offline spielen. Wie spiele ich, also von Steam ausgehend offline spielen? Offline gehen und Spiel neu starten. Okay, dann ignoriere ich die Nachrichten einfach und lese sie nicht. Bevor wir jetzt das Spiel neu starten. Okay. Lass uns mal ein bisschen hier weiterkommen. Aber das sieht alles sehr, sehr hübsch aus hier. Also, und ich finde es auch sehr cool, dass wir springen können. Also ich kenne das noch von Dark Souls, dass du über keine Mini-Kante auch nur drüber kommst. Und ich finde das ganz cool eigentlich, dass wir hier, ja, dingsen können, springen können. Was macht der gute Mann jetzt? Ist der hier runtergefallen? Irgendwie will mir das Spiel... Ich glaube, das Spiel will mich ein bisschen trollen. Wir ignorieren das einfach erstmal. Ich will noch nirgendwo runterspringen. Ich will erstmal... Oh, das sieht nicht gut aus. Durch so Durchgänge durchgehen sieht nie gut aus. Ach, da vorne haben wir einen Boss. Oder irgendwas in die Richtung. Die machen hier schon mega krass Party. Oh mein Gott! Okay, ich habe aus Versehen Dings genutzt. Ich muss ganz kurz schauen. So geht das. So geht das Rollen. Ah, ich hätte mich auch gewundert, wenn ich hier ein Tutorial bekommen hätte. Holy shit, ey. Okay, wir müssen... Das wird spannend werden. Holy shit, ey. Ach du Scheiße. Okay, riesiger Krabbenmann von voraus. Ich hätte vielleicht vorher noch mal ganz kurz in die Steuerung reinschauen sollen. Meine Fresse. Das wird spannend werden. Das war Mr. Krabs, ja. Tod Nummer 1. Wundervoll. Oh, okay, ich glaube, das war beabsichtigt, dass ich sterbe. Ah, ich will meine Facecam noch spiegeln. Ja, danke für den Tipp. Ein Pferd. Kein Pferd. Don't worry, Torrent. Fortune is on her side. We found her here after all. Oh.
One of her kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Ich mag die friedliche Stimmung in diesem Spiel, in dem alles so harmonisch ist und so gute Laune verbreitet und mir das Gefühl gibt, dass ich gerade im Urlaub bin und Wellness genieße. Geil, ich habe eine Flasche bekommen. Nice, ich bin auch eine Flasche. Damit passt das ziemlich gut. Flasche mit Purpurtränen und Flasche mit Himmelstränen. Nice, Flasche meiner Zuschauertränen hätte ich auch noch gerne. Okay, die machen da alle dauernd komische Sachen. Springt das Loch für euch hinunter, um die Höhle des Wissens zu erreichen. Dort findet ihr Informationen zur Steuerung und grundlegende Aktionen sowie andere Hinweise, die euch auf euren Reisen durch das Zwischenland helfen können. Das klingt gut. Ey Leute! Könnt ihr euch daran erinnern, als ihr mir erklärt habt, dass mein Hals extrem lang ist? Können wir nochmal zurückrudern und darüber diskutieren, was ein langer Hals ist? Gut. Da, 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 da. Au, ich hab Schaden bekommen. Dem geht's nicht mehr so gut. Den auch nicht. Gut. Gut, wird spannend. Das Raster an einem Ort der Gnade stellt eure LP und FP wieder her und befreit euch von Statusleiden. Außerdem werden alle Heiligflaschen aufgefüllt. Durch die Rast kehrt der Großteil eurer besiegten Gegner von den Toten zurück. Orte der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert. Diese Erklärung erhaltet ihr als Informationsobjekte und könnt sie jederzeit über euer Inventar aufrufen. Jawohl. Ort der Gnade. Machen wir das einmal, damit wir gesehen haben, wie das funktioniert. Verlorene Gnade wiederentdeckt. Geil. Schöner Scheiß. Und dann geht's hier weiter. Hat doch schon viele Ähnlichkeiten zu Dark Souls auf jeden Fall. Ist das ein Gegner? Hier rechts grunzt mich doch noch irgendwas an. Das ist safe ein Gegner. Haha. Du siehst mich nicht. Bleib mal da hinten stehen. Ich guck erstmal, ob ich das hier noch zerschlagen kann. Geil. Ich fühle mich wie bei Super Mario. Ich kann alles kaputt machen. Und hier hinten ist noch eine Nachricht, aber die will ich gar nicht. You dead? Kann ich parieren? Ich habe immer noch nicht gerafft, was das ist. Ich mache das die ganze Zeit. Es macht mich irgendwie powerful, aber ich verstehe noch nicht genau, was es macht. Aber wir werden das schon noch rausfinden. Ah, nice, hier haben wir Tutorial. Um einen Angriff abzuwehren, hattet ihr eine Waffe in der linken Hand oder mit beiden Händen. Schilde sind besonders effektiv für die Abwehr. Das Abwehren verbraucht Ausdauer. LB ist Abwehren. Ich habe nichts in meiner Hand. Ja, ich kann auf jeden Fall nicht abwehren dadurch. Aber das wollte ich sowieso noch nie. Wer will schon abwehren, wenn man auch einfach rollen kann? Rollen ist alles, was ich will. Ausweichrolle. L plus B. Ja, das weiß ich. Schritt zurück ist, wenn ich nichts anderes drücke. Ah, I see. Gut. Na, komm zu mir. Komm zu mir, Bruder. Oder auch nicht. Ich bin schneller als du. Ich bin so mächtig. Wird da noch was? Blutfleck berühren. Macht der noch irgendwas? Der zeigt mir, was ich machen könnte, wenn ich kein Bettler wäre. Cool. Wundervoll. Dankeschön, Anonymous, für die 18 Monate und Meister der Küche für den Sub übrigens auch. Und Sula, vielen, vielen lieben Dank. Da, da, da. Jetzt.
Ich kann springen. Ich bin mächtig. Da vorne läuft was? Oh mein Gott! Ich würde gerne Materialien sammeln. Okay, das hat nicht funktioniert bei mir mit dem ich muss gedrückt halten. I see. Im Zwischenland findet ihr eine an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele nützliche Materialien. Jawohl. Rovafrucht, finde ich geil. Da hinten ist noch eine. Run, bitch, run. Oh, okay. Ihr könnt für jede Hand bis zu 3 Waffen ausrüsten und dann zwischen ihnen wechseln. Führt ihr Waffen beidhändig, erhöht ihr eure effektive Stärke um 50% und Gegner können ihre Angriffe nicht so leicht mit dem Schild abwehren. Waffe für rechte Hand wechseln, Waffe für linke Hand wechseln. Waffe mit beiden Sachen führen. Dings plus LBRB. Okay, schaffe ich das so? Okay, das hat er nicht gemacht. Ich habe das nicht verstanden. Das da plus das. Das hat er nicht gemacht bei mir. J, das habe ich gemacht. J und was ist RB? Wie mache ich das? J gedrückt halten und RB. J gedrückt halten und RB. Ah! Nur RB. I see. Upsala. J und RB. Das ist das, was ich gesucht habe. Ich habe auch überhaupt kein Lebensproblem mehr. Also, ich bin auch nicht fast tot. Ist gar nicht passiert. So eine Scheiße, ey. Der macht ja gar nichts. Ach, der hat nur drauf gewartet. Der hat nur drauf gewartet, dass ich auf den drauflaufe. So, ich kann doch bestimmt meine... Die Flasche mit Himmelstränen macht doch safe. So, und wie nutze ich mein Saufi? Okay, geil. So geht mein Saufi. Und dann hatten wir das andere, war so... Nee, wir hatten das anders. J gedrückt halten und RB. Und wie switche ich das wieder um? Jetzt nimmt das wieder in die eine Hand. Okay, dann kann ich einfach so hin und her switchen. Okay, cool. Muss ich verinnerlichen, sonst vergesse ich das nachher wieder. Ich werde es safe wieder vergessen. So, was kriegen wir jetzt hier für einen Tipp? Ah, Ziel fixieren kriegen wir jetzt als Tipp. Jawohl, du bist auch gone. Ist das ein Tipp oder ist das, was mich aufnehmen kann? Das ist nur noch ein Tipp. I see. Oh! Da ist was auf mich zugeflogen. Ich hab's mir nicht nur eingebildet. Ich bin so schnell. Ich bin so eine Fast Bitch einfach. Das ist insane. Hallo? Waffen haben Talente, also besondere Fertigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente, von mächtigen Angriffen bis hin zu zeitlich begrenzten Effekten. Der Einsatz von Talenten verbraucht FP. Fab Points. Ich habe das nicht gesagt. Vergiss das. Ich habe das nicht gesagt. Das wurde nie ausgesprochen. Okay, das ist jetzt also mein Talent. Ich kann rot leuchten. Das ist mein Talent. Das ist okay. Rot leuchten ist ein gutes Talent. Das kann bestimmt noch andere Dinge. That's fucking beautiful. Duckt euch, um schwerer von Gegnern entdeckt zu werden. Besonders effektiv in hohem Gras. Angriff auf einen Gegner, der euch nicht bemerkt hat, verursachen mehr Schaden. Das haben wir aus Versehen schon rausgefunden, wie das geht. Wobei ich nicht glaube, dass man mich nicht sieht, wenn ich rot leuchte. Ich habe nicht neben ihn geschlagen. Das sah so aus, aber ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Das
Das ist nicht passiert. Hallo, kleiner Mann. Wollen Sie sich einmal drehen, bitte? Nicht? Gut, dann nicht. Ich hätte ihn markieren sollen. Oh, mein Boy. Scheiße, der hat viel mehr Reichweite, als ich dachte. Fuck. Oh, no. Oh, war das stupid. Es passiert alles nicht. Es passiert alles nicht. Oh, war das stupid. Okay, Angriff aufladen. Klingt auch geil. Aber irgendwie nicht so, wie ich mir das erwartet hätte. Ich mag das Ding in der einen Hand irgendwie lieber. Ich finde das smoother, wenn er öfter schneller drückt und nicht ganz so viel Schaden macht. Ist das ein Gegner? Oh nee, ich glaube, das ist unsere Bray. Die macht gleich coole Sachen mit uns, aber erstmal noch Blutflecken berühren. Sprungschlag üben, ganz wichtig. Das da? Kann ich doch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich bin super krass. Dein erstes Souls-like? Nee, ich habe Dark Souls gespielt. Aber schon seit Jahren nichts mehr in die Richtung. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Hallo, Marika. Ich habe gerade eine Statue begrüßt. Ich habe gerade eine Statue begrüßt. Ich habe nicht gerafft, dass das eine Statue ist. Kann ich mich hier auch ausruhen? Nee, ne? Wie blocke ich denn? Mit RT? Ist RT blocken? In dem Moment, in dem er hittet, RT drücken wahrscheinlich, oder? Ich habe kein Schild, da kann ich gar nicht blocken. Das geht nur mit Schild. Alles klar, super. Ich freue mich. Oh mein Gott, der zieht nach. Okay, der zieht nach. Okay. Schauen wir uns erstmal an, was der so macht. Ah, der hat viel Range. Oh, meine Fresse. Da wollte ich zu viel. Okay, der zieht nach. Shit. Shit. Jut, der kommt weit. Upsi. Jut, haben wir. Und jetzt? Ich bin viel zu aufgeregt gerade, ey. Ich hab mega Bock. Ich laufe gerade wieder zurück, oder? Ja, ich habe die Orientierung von einem Goldfisch, weil es euch noch nicht aufgefallen ist. Wir müssen in die andere Richtung. Ups. Was macht der da hinten für komische Sachen? Kriege ich hier noch irgendwas? Nee, da liegt einfach nur eine Leiche. Da hat sich jemand umgeguckt und geschaut, wo er nicht hin kann. Okay, dann laufen wir da nach vorne hin. Und wie ist dein Ersteindruck? Mega gut. Macht mega Laune. Also holy shit, das macht richtig, richtig Laune. Das macht super, super viel Spaß.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Ach, guckt mal. Jetzt sind wir quasi wieder zurück. Und ich habe mir sogar eine extra Seele verdient. Einmal extra Stärke zum Mitnehmen. Dankeschön. Könnte ich bitte noch ein Mac-Menü haben? Bisschen große Pommes, Ketchup. Geil. Danke. So, der Mann mit dem langen Hals. Und hier oben ist die Tür. Ja, geil. Das macht Spaß. Ich finde das super. Ich muss nur ganz kurz auf mein Handy gucken. Let's go. Wie gefällt's euch, Chat? Top, top, top. Geil. Nice. Weil die Frage vorhin auch ein paar Mal da war, ich bin wirklich blind, was das Game angeht. Also ich bin auch blind, was meine Orientierung angeht, aber ich habe mir nichts angeschaut davor, weil ich es unbedingt mit dem Stream erleben wollte, tatsächlich. Das heißt, ich bin hier blind as fuck. Und habe keine Ahnung, was noch auf mich zukommt. Aber ich habe Dark Souls gespielt. Also vor allem den dritten Teil habe ich gespielt, die auch fertig gespielt. Die anderen habe ich angetestet, teilweise. Hat auch sehr viel Spaß gemacht alles, ist aber auch schon sehr lange her. Mit dem Krummfinger des Befleckten hinterlasst ihr ein goldenes Rufzeichen. Andere Spieler und anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für eine Korbmehrspielerpartie rufen. Als Krummfinger-Gast ist es eure Aufgabe, dem Wirt im Kampf gegen den Gebietsboss zu helfen. Wirt im Kampf klingt wie eine Krankheit. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu dem Wirt, der Finger, der euch gerufen hat. Ah, das heißt, ich kann die Finger nutzen, um mir Hilfe zu holen. Das ist ultra ekelhaft. Ich habe einfach so gerade vor meinem inneren Auge, stell ich mir vor, wie du halt einfach wo stehst und dann packst du diesen Finger aus und hältst den halt einfach so vor dich hin und wartet drauf, dass irgendein Mensch kommt und den Finger nimmt und an dem Finger, dann hält ihr gemeinsam diesen Finger und seid so, geil, ja, nice. Lass gemeinsam mit diesem Finger weiterziehen. Das ist richtig ekelhaft, holy shit. Das ist wie Trampen, nur mit Fingern, yo. Dankeschön, Higeki, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Steinschwert-Schlüssel nutzen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Kann ich das kaputt machen? Das sah wertvoll aus, was ich da zerschlagen habe. Ups. Also das hier sieht aus wie ein Boss, der dann dahinter kommt. Aber da komme ich so noch nicht richtig durch. Hallo, Lykix. Ja, ich drücke da jetzt einfach mal drauf. Und schau mal, wohin es mich bringt. Ach, ich brauche dafür den Schlüssel. Ach, ich brauche wahrscheinlich den Schlüssel, damit ich dann da reinlaufen kann, vermute ich mal. Wenn das hier so direkt daneben ist, dann ist das wahrscheinlich der Spaß, den ich opfern oder darlegen muss, damit ich dorthin komme. Was bedeutet, dass ich wahrscheinlich erstmal jetzt hier nach Sachen suchen muss. Also geht das auch wieder weg, die Meldung, dass ich den nicht im Inventar habe? Oder, ja, ich muss wegdrücken. So, da sind auch einfach... Chat, bringt es was, diese ganzen Sachen kaputt zu machen? Oder ist das einfach nur für das eigene Bedürfnis, Sachen zu zerschlagen? Kann ich irgendwas finden in den Dingen, die ich kaputt mache? Nö. Okay. Gut. Das macht einfach nur Spaß. Das reicht. Manchmal reicht das, dass es Spaß macht. Aggressionsbewältigung. Perfekt. Perfekt, dafür, da sehe ich mich. So. Dann lass uns mal hier nach oben gehen. Hallo? Ist hier jemand? Nein? Okay. Alter, wir sind ja richtig strong. Actually weniger depressing. Also, ich muss sagen, ich habe mad Respekt vor den Machern von Elden Ring, dass sie es sogar schaffen, mir ein Gefühl von Winterdepressionen zu geben, wenn ich in einem nicht definierbaren Jahreszeitenmodus in irgendeine grüne Landschaft gehe und es ist alles immer noch depressiv. Also, das ist echt, das ist eine Meisterleistung, wenn man das schafft. Das ist echt krass.
Aber es sieht sehr geil aus. Sieht sehr, 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 sehr geil aus. Das lebt, ne? Was ist das für ein Kopf? Okay, die hauen ab, wenn ich da hingehe. Was ist das für ein Kopf? Oh nein! Ich wollte dich nicht kicken! Da ist noch ein Kopf. Warum liegen hier Köpfe? Hä? Warum liegen hier Köpfe? Gut. Ich frag nicht. Wir kriegen hier Materialien. Draufhauen auf den Kopf. Ja, ich treff den nicht. Kann ich den markieren? Wo ist er denn? Ich kann den ja auch nicht markieren, den Kopf. Gut. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, da sie als Sammelpunkte für Kopfrufzeichen oder Wettkampfrufzeichen fungieren, die mit kleinen Bildnissen erscheinen werden. Okay, ich will niemanden rufen. Ich würde mich gern einfach umgucken und schauen, was mich hier so erwartet. Da kann ich mal ein bisschen Gnade berühren. Gnade berühren hört sich gut an. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Cool. Ach, da sehe ich dann so ein bisschen, in welche Richtung ich laufen muss. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente in Stelen entlang der Straße findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Sorry, ich wollte hier nicht schlagen. Sprechen Sie mit mir. Yes. Tarnished, Dawi. Come to the lands between for the Elden Ring. Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Ich bin eine Jungfrau. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Oh, Chat, oh, Jesus, oh mein Gott, jetzt ist es voll. Oh, jetzt ist es richtig voll. Leute, ihr müsst ein bisschen zusammenrücken und Platz machen. Wir sind jetzt sehr viele geworden. Holy shit. Vielen lieben Dank für den Raid, Jasmin, ey, das ist ultra süß. Hallöchen an alle Gnus. Hallöchen an alle Gnus. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Schön, dass ihr da seid. Ey, ich wurde geschubst. Nicht schubsen, bitte. Leute haben Joghurt im Rucksack. Seid nett, seid lieb. Bitte schubst die Leute nicht.